Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video hier auf Spielgruft. Ich bin's, der Simon, und ja, heute mal ein Video der etwas anderen Art. Ich wollte einfach mal ein kleines Update-Video auf dem Kanal machen, was so geht, wo wir so bleiben, was so geplant ist, und ich wollte mich dann nicht einfach nur vor die Kamera setzen und stupide losreden. Ich dachte mir, ach komm, zock's mal ein bisschen dabei. Und momentan ist es so, wenn ich dann mal Zeit habe zum Zocken, dann mache ich's auf meiner Arcade. Ja, zocke gerade auf dem Mugen-Emulator Mortal Kombat 2 Remix. Ziemlich cooles Game. Und bin auch beim Schwierigkeitsgrad Hard 7. Danach kommt nur noch Hard 8. Ja, ihr könnt's sehen. Ab 5 ist noch einfach, danach kommt schwer. Das ist so gesehen die vorletzte Stufe, die es momentan gibt. Ja, man könnte noch den Game Speed erhöhen, aber das reicht mich schon so. Außerdem ist es auch eigentlich schon viel zu schwer dafür, dass ich jetzt noch mit euch quatschen möchte währenddessen. Also ich werde hier bestimmt das ein oder andere Mal sterben. Naja, so ist es nun mal. Habe aber auch einiges zu erzählen. Also zocken werde ich mit Raiden. Einer meiner neueren Charaktere, die ich gerade so ein bisschen am Üben bin. Ja, mal sehen, wie es so wird. Ja, meine Lieben, was gibt's denn dann alles Schönes zu erzählen? Genau, es ist, wie ihr gemerkt habt, ist das letzte Video jetzt schon eine Weile her. Liegt einfach daran, dass wir Sommer haben, es sehr heiß ist. Okay, dazu muss ich sagen, mal heiß, mal kalt. Bei dem einen regnet es mehr, bei dem anderen regnet es gar nicht. Und ja gut, ich war im Urlaub jetzt 4 Wochen. War aber jetzt schon wieder eine Woche arbeiten, aber davor war ich halt 4 Wochen auch im Urlaub. 2 davon habe ich halt vieles hier zu Hause erledigt. Und ja, eine Woche war ich dann in Österreich. War mega geil, da bin ich auch auf den Mosermandel gewandert. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Und ja, mega geil. Ich mag das ja so outdoor-mäßig, ne? Und die andere Woche war ich in Holland, ne? In Österreich war ich mit meinem Dad, mit meinem Stiefonkel alleine. Da waren wir auch oben in den, ja, sag ich mal, oben in einem Hütchen. Nur mit Solar und auch ohne warm Wasser, also da muss man sich dann kalt duschen aus den Quellen. Also wirklich ein bisschen outdoor-mäßig. Ja, Holland war schon mit meiner Frau natürlich in der Nähe von Den Haag. War auch richtig cool. Genau. Die Zeit muss man dann natürlich auch einfach mal ausnutzen mit der Familie. Gehört halt mit dazu. Man kann nicht immer nur zocken oder YouTube-Videos machen. Ja, kurz vorab, meine Lieben, oder beziehungsweise was ich jetzt noch mit reinwerfen muss, entschuldigt das Ganze, wenn ich hier mal so und keine Ahnung was sage. Ich will natürlich, muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Kann sein, dass ich dann ab und zu mal aus dem Thema rauskomme, ja, und dann einfach wieder von vorne loslege. Also, wenn euch das nervt, dann, keine Ahnung, ihr müsst ja nicht gucken, dann verschwendet nicht eure Zeit, geht irgendwo anders hin, macht irgendwas anderes, guckt irgendwas anderes. Aber es gibt ja schon einige Leute, die gerne einfach sich unsere Videos angucken, anhören, nebenbei etwas anderes machen, ein bisschen zocken. Ja, gut, das wollte ich noch so erwähnt haben. Also, mehr oder weniger wollte ich mich dafür entschuldigen, wenn es jetzt ab und zu mal ein bisschen, wenn ich mich mal wiederhole oder nicht zu 100% artikuliere, Leute, ja, sorry, wie gesagt, ich bin nicht perfekt, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, das gehört einfach dazu, ja, ist halt YouTube, ne, ja, da geht der erste Win schon an sie. Gut, Urlaub, Sommer, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber mein Gaming Room ist ja auch unterm Dach. Und wenn draußen 25 Grad sind, dann sind hier oben gefühlt 10 Grad mehr. Das macht es natürlich noch uncooler, hier aufzunehmen. Gerade wenn dann noch irgendwelche Geräte laufen, ne, dann
ja, es ist halt einfach nicht ohne. Das ist auch ein Grund, warum dann auch der Justin meistens keinen Bock hat, im Sommer oder bei heißem Wetter so viel aufzunehmen. Und das sind natürlich alles so Faktoren. Dann gibt es halt einfach länger mal eine Video, einen Aufnahmestopp. Aber wir sind dran. Auch, es wurde schon gefragt, was mit dem neuesten Quartalsvideo ist. Finde ich auch cool, dass es mittlerweile wirklich Leute gibt, die kommen. Ach, schade. Ja, finde ich mittlerweile cool, dass Leute kommen und auch teilweise nach gewissem Content fragen. Ja, und auch gerade diese Quartalvideos, die nehmen unheimlich viel Arbeit in Anspruch, unheimlich viel Zeit in Anspruch. Manchmal sind das ja bis zu 3 Teile, Leute. Und sagen wir jetzt mal, jeder Teil 1 Stunde. Da könnt ihr dann meistens nochmal 2 bis 3 Stunden mit draufrechnen, weil es ist ja nicht so, dass wir hier hinkommen und uns an den gedeckten Tisch setzen, sondern wir müssen ja auch alles immer vorbereiten. Die ganzen Spiele, müssen uns ein bisschen die Reihenfolge überlegen. Irgendwann habt ihr euch ja mal gewünscht, dass wir die Trailer mit einbauen. Das machen wir ja auch mittlerweile. Jetzt müsst ihr überlegen, jedes Mal diese Trailer noch mit runterzuladen. Pipapo. Es ist alles Arbeit, ne? Preise einblenden. Und auch ein bisschen diese Nachproduktion. Ja, kostet halt alles ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, es ist halt alles. Wir sind halt dabei. Ist schon ein bisschen so abgesprochen mit dem Justin. Ja. Wir wollen es eigentlich diesen Monat noch auf die Kette kriegen. Okay. So, das wäre das Thema. Das letzte Video zum Neo SD Pro ist ja jetzt auch wirklich eine Weile her. Was ich da wirklich mal sagen muss und wo ich mich auch mal ganz fett bei euch bedanken muss, ist das Feedback mittlerweile. Ja, es ist richtig cool, dass auch Leute teilweise mal auf die Kommis mit ein, also was in die Kommis schreiben, beziehungsweise auf die Fragen mit eingehen. Wenn man jetzt mal sagt, so hier, habt ihr eine Alternative? Wir hatten wirklich einige Leute, die coole Alternativen genannt, die coole Alternativen dann in die Kommis geballert haben. Wirklich Sachen, die ich selber noch nicht kannte. Richtig geil. Hab mir das dann auch wirklich angeguckt und auch mal überlegt, mir das eine oder andere davon zu kaufen. Also wie gesagt, Leute, fetten, fetten Dank dafür, dass ihr dann euch auch wirklich manchmal so aktiv dran beteiligt. Und da eure Expertise mit mir teilt. Finde ich immer cool. Ja. Ich hatte ja auch damals schon in dem Video angekündigt, dass ich mal mein Neo Geo AES ein bisschen präsentieren möchte. Ich habe ja eine NTSC-Revision. Oh je, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ja eine NTSC-Revision mit einer niedrigen Seriennummer. Wollte allgemein mal so ein Update-Video über den Neo Geo AES machen. Es war ja auch immer schon einer meiner Lieblingskonsolen. Und ja. Genau. Das hat ja schon so ein bisschen angekündigt. Ja, hatte bis jetzt auch mit der Neo SD Pro echt viel Spaß. Hab da schon einige Games drauf durchgezockt. Das ist wirklich eine sehr gute Flashcard, auch wenn sie verdammt teuer ist. Aber wenn ihr nicht so viel Geld habt, dann wie gesagt, guckt mal in die Alternativen. Also, in die Alternativen. Guckt mal, guckt euch mal das Video an. In die Kommentare. Da gab es wirklich coole Vorschläge und Alternativen von ja, Zuschauern hier auf dem Kanal. Nein, 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 nein. Komm schon, mach uns. Ach man, scheiße. Ja, aber Rucker ist echt krass drauf, Mann. Er ist einer der stärksten Gegner hier, ohne Witz. Vor allem dieses Input-Reading fängt ja jetzt schon wieder an, ne? Guck mal, Alter, die blocken alles, Mann. Also, wie gesagt, wenn ihr nicht so viel Geld habt, dann schaut euch mal die. Schaut euch mal die Alternativen an. Aus den Kommentaren.
Da sind geile Sachen mit dabei. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gerade schon erwähnt habe. Ich wollte ja auch diesen Controller einmal zeigen, mit dem ich da gespielt habe. Ist ja so Neo Geo Minipad, den man sich umbauen kann für die Originalkonsole. Was natürlich sehr cool ist. Sorry. Was natürlich sehr cool ist. Ja, so für Content ist eigentlich gesorgt. An der Stelle muss ich mich auch mal bei den Leuten wirklich entschuldigen, die mir Sachen zugeschickt haben. Ja, ich habe ein paar Leute mittlerweile, die mir echt coole Sachen zuschicken. Zum Beispiel auch der Daniel. Jetzt zuletzt wieder eine Konsole. Weil nicht jede Konsole, oder sagen wir mal so, ihr wisst ja, ich modde ja unheimlich gerne. Und ich kaufe mir aber jetzt auch nicht immer jeden HDMI-Mod. Klar, die großen, teuren HDMI-Mods, die ihr in den Videos seht, sind wirklich immer meine. Aber zum Beispiel mal dieser Electron Shepard und der Wii 2 HDMI. Diesen Wii 2 HDMI zum Beispiel habe ich selber nicht. Und ja, ist natürlich cool, wenn es Leute gibt, die mir das zuschicken, damit ich es dann mal ausprobieren kann. Ist natürlich nur blöd, wenn die Leute dann etwas länger auf ihr Zeug warten. Ne? Gut, sie wissen es aber vorher. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht vorher sage, wenn es mal ein paar Wochen länger dauern kann. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich aber auch bei euch gemeldet. Ne? Ihr wisst ja auch Bescheid. Ich bleibe ja auch immer mit euch in Kontakt, auch über Discord. Nein, komm schon. Bitte, 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 bitte. Ist gerade so ein geiler Run. Das war ein Draw. Ich konnte nichts machen. Immerhin gewonnen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, ich sag ja hier, den einen oder anderen Bug gibt's. Naja, auf jeden Fall, Leute, wie gesagt. Entschuldigt das Ganze, ihr wisst. Ihr kriegt immer euer Zeug wieder und meistens ja noch was von mir oben drauf, ein bisschen Merch vom Kanal oder so. Oder ich helfe ja auch, meistens im Gegenzug schicke ich irgendetwas an die Leute oder modde direkt was für die. Genau. Ja, jetzt haben wir hier Smoke, der will uns gerade einfach nur rasieren und das tut er auch. So sieht's aus. Also so viel zu dem Thema mit den Sachen, mit dem Content. Videos sind geplant. Videos sind immer geplant, aber man muss sich natürlich auch mal die Zeit nehmen. Ne? YouTube ist ja auch nur ein Hobby. Für mich, ganz klar. Ich verdiene damit ja kein Geld. Und im Gegenteil, das bisschen Geld, was der Kanal hier und da mal abwirft, wird eher noch benutzt, um wieder neuen Content zu kaufen, also sag ich mal, damit Sachen zu finanzieren. Und ja, von daher alles cool an der Stelle. Genau, deswegen nehme ich das Ganze hier auch nie persönlich, wenn mal negative Kommentare kommen oder irgendwelche unnötigen Kommentare. Ist natürlich immer schade, wenn man irgendwie ein cooles Video produziert und man sieht, die Leute mögen es schon und ja, machen dann Kommi oder lassen mal ein Like da. Und wenn dann halt nur irgendwas, wenn dann irgendwas Dummes kommt, was noch nicht mal eine richtige Kritik ist, das ist natürlich schade, ne? Immer so ein bisschen. Ach, komm schon, komm. Nein, komm schon, mach uns nicht tot. Genau, ne? Also wie gesagt, Leute, auch negative Kommentare, ich nehme mir nichts persönlich. Ich nehme es euch auch nicht übel. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und so ist das nun mal einfach. Ne? Keiner ist von uns perfekt. Und es wäre schön blöd, wenn ich mich darüber aufregen würde oder wenn ich das persönlich nehmen würde. Ich gehe hier so, ich trete ja dadurch ein bisschen auch in die Öffentlichkeit. Und mein Gott, es ist immer ganz einfach, irgendeinen dummen Kommentar zu schreiben. Ja, so ist es nun mal halt, ne? Das Thema ist ja nichts Neues auf YouTube. Naja, gut. Sollten wir auch nicht zu tief eintauchen in den Blödsinn.
Auf jeden Fall, ja, was gibt's noch Neues? Eine Sache, die ich so ein bisschen für mich jetzt vorgenommen habe, die ich so umstellen möchte. Ich möchte keine alten Retro-Games mehr kaufen. Also die ganz alten Konsolen. Ich habe ja damals schon immer bei meinem Super Nintendo gesagt, mit dem 100. Spiel höre ich auf, Spiele dafür zu kaufen. Ich habe viele coole Sachen so aus meiner Kindheit. Und... Komm, mach die doch platt jetzt! Das ist... Oder? Also jetzt ist echt lächerlich gerade. Also wie gesagt, ich hatte mir dann vorgenommen... ich hatte mir dann tatsächlich vorgenommen, keine alten... Also ich will... Ach Mann... Ich will euch doch schöne Fatalities zeigen. Ja, wie gesagt, also ich habe mir jetzt persönlich vorgenommen, keine alten Retro-Games mehr zu kaufen. Bei Konsolen ist natürlich was anderes, aber auch unter dem Aspekt, dass ich ja einfach modde und mir auch die ein oder andere Konsole umbauen möchte. Oh mein Gott, vielleicht hier und da mal ein HDMI-Mod, pipapo. Also, wie gesagt, Konsolen ja, Spiele jetzt nicht mehr. Ich will meinen Fokus jetzt auf die Switch setzen. Einzig und allein auf die Switch. Ich habe ja mittlerweile eine sehr große Sammlung, wenn es darum geht. Und ja, ich mache das ja aus zwei Aspekten. Klar, einmal weil ich halt unheimlich gerne sammle. Aber auch, weil es ist ja auch wirklich ein Investment für mich. Ne? Ich kaufe mir auch manche Games, wo ich einfach weiß, die sind cool. Dann auch mal doppelt. Verkauft die ein Jahr später weiter. Ja, es ist schon... Das ist so ein Kampf, wo du einfach nur verlieren sollst. Ne? Es ist einfach nur so ein Kampf, wo du verlieren sollst, weil du schon wieder zu weit gekommen bist. Ja. Ja, wie gesagt, also... So ganz alte Spiele werde ich mir jetzt nicht mehr kaufen. Das Kapital, was man dafür reinstecken muss, ist mir mittlerweile zu hoch geworden. Und ich bin jetzt auch niemand, der hier irgendwie versucht, irgendwo ein Fullset zu kriegen. Das überlasse ich jetzt den anderen. Mittlerweile sind die Sachen ja auf dem Markt auch nicht mehr so geil. Viele Leute müssen wirklich entweder richtig Geld hinblechen für ein gutes Game mit OVP. Oder sich halt einfach damit zufrieden geben, wenn die Verpackung nicht mehr so geil ist. Ja. Und von daher habe ich mir dann einfach gesagt, komm, lass stecken. Kleinere Handhelds oder ältere Konsolen, ja, aber keine Games mehr dazu. Dann wirklich nur noch zu einer Flashcard greifen. Ich zocke halt auch einfach lieber auf Original-Hardware. Wie rein auf dem Emulator. Das hier mit meiner Arcade ist natürlich ein bisschen was anderes, weil ich mir halt so auch ein bisschen die ganzen Games auf Arcade zocken kann, wie ihr es gerade seht. Ne, man hat ja auch diese Mugen-Emulatoren und so. Das macht schon verdammt Bock. Ja, aber sonst zocke ich halt einfach lieber auf Original-Hardware. Will schon wieder, dass wir verlieren. Ich muss mich mal gerade was konzentrieren. Nein, 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 nein. Komm schon, bitte nicht. Ach, schade, zu spät gedrückt. Na gut. Und deswegen bleibe ich einfach nur noch bei der Switch. Ja. Klar, ich werde mir auch hier und da nochmal was für die Xbox kaufen. Oder auch, ich kaufe ja auch exklusive Titel, die es zum Beispiel dann nur für die PlayStation gibt. Hab ja jetzt auch einige PlayStation 5 Spiele schon exklusive. Soll das jetzt auch wieder so ein Kampf werden, wo wir verlieren? Ja, sehr wahrscheinlich. Weil das ist ja schon wieder ja, lächerlich, oder? Dieses Input-Reading ist manchmal so unnötig.
Ja, wie gesagt, ich kaufe mir ja auch exklusive Titel für die Xbox oder für die PlayStation, das auf jeden Fall. Aber überwiegend ist dann so die Switch, das, wo ich drauf bleiben möchte. Und ja, ich habe PlayStation 5 Spiele, aber immer noch keine PlayStation 5, das muss man sich mal geben. Und manche Spiele kommen ja auch gar nicht für die Switch raus, so größere Spiele, wo dann wirklich krasse Grafik ist und so. Ne, die Leute warten ja jetzt mittlerweile schon endlich mal auf die Switch 2. Zum Beispiel das neue Secret of Mana. Ach man. Komm schon. Schade, aber 87% Leute. Wir haben mit 63 angefangen. Dann auf 75, jetzt auf 87. Sollte jetzt auch fluppen jetzt mal hier. Geht so ab, Junge. Die ist so unnötig. Die ist so krass, ey. Muss ich mal gerade konzentrieren, damit wir die hier wirklich mal wegkriegen. Ah, es wird schon wieder nichts, Mann. Niemals aufgeben, niemals aufgeben. Immer positiv denken. Ja, und wie gesagt, von daher einfach nur noch Switch. Ich finde einfach auch extrem geil, was dafür rauskommt. Ne? Diese ganzen Retro-Games, die mittlerweile rausbringen, nochmal überarbeitet, remastered und so. Auch über Limited Run und ist schon ziemlich geil. Ich bin ja auch mehr oder weniger mit Nintendo groß geworden. Hab mich dann einfach nur für die Xbox Classic interessiert, weil dieser Modding-Aspekt einfach halt immer geiler an der Konsole war, wie bei der PlayStation 2 damals, ja. Und trotzdem, Nintendo war halt immer meine erste Konsole. Und da habe ich auch den größten Bezug zu, die größten Emotionen zu. Und später, als der Justin dann mich irgendwie mal überzeugt hat, da kauft ihr mal eine Switch und so. Seitdem hat es mich dann wieder gecatcht. Und ich dachte mir jetzt, komm, du machst jetzt einfach eine fette Switch-Sammlung. Ja. Der Aspekt Investment, ich weiß, das ist auch immer so ein bisschen immer ein heikles Thema, weil auf der einen Seite sagen viele Leute, ja, als Sammler sammelt man, keine Ahnung, man guckt mal am Trödelmarkt und so. Ich meine, das mache ich ja auch alles. Aber ich sehe es halt auch einfach nicht mehr ein, irgendwie 100 Euro für irgendein Billo-Game dann auszugeben, wo dann halt auch noch die Verpackung fehlt und so Sachen. Es muss halt auch einfach nicht mehr sein. Und dann auch dieser, sag ich mal, Argumentation von wegen so, ja, Scalpen, wenn man sich dann mehrere Sachen auf einmal kauft oder wenn man es dann irgendwie mit Gewinn verkaufen will. Leute, es ist ein Hobby. Ich meine, ja, wie gesagt, manchmal holt man sich ein Game doppelt und kann es dann vielleicht auch mal nach einem Jahr oder so für ein bisschen mehr verkaufen. Aber so investiert man auch, also so investiere ich auch mein Hobby. Beziehungsweise so kommt es auch, dass ich dann mal mir das ein oder andere Spiel im Monat mehr kaufen kann. Ja, ganz oft ist es ja auch mittlerweile so, dass ich über den Kanal, habe ich ja wirklich sehr, 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 sehr nette Leute kennengelernt. Wirklich sehr korrekte Leute. Und ja, meine Lieben, wir tauschen auch mittlerweile untereinander. Also es gibt auch Leute, die haben dann mal das oder dies und ich habe es dann nicht. Ja, und dann wird halt einfach getauscht. Da wird auch gar nicht mehr so krass verkauft. Und das ist ja auch, sage ich mal, ist ja auch cool, wenn man da an Spiele rankommt, die man dann einfach verpasst hat, ne? Und der andere kommt da auch an etwas ran, was er verpasst hat. Also ich habe schon sehr oft jetzt Sachen getauscht, auch öfter mal in höherem Wert, ja, bis zu 300-400 Euro Sachen einfach, ne? Der eine hat dies, der andere hat das und
Genau, es geht da nicht immer nur ums Verkaufen und um da Gewinn zu machen. Ja, das ist klar ein Investment, man erhofft sich natürlich was dabei. Das ist halt, als wenn man sich Eigentum kauft oder irgendein altes Fahrzeug. Ja, irgendein Oldtimer, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ja, und so ist meine Passion einfach das Spielen und das Sammeln von Spielen. Und natürlich, klar, also ich erhoffe mir jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich mir da viel erhoffe, aber klar, man sieht es ja auch in der Vergangenheit, dass Retro-Games irgendwann mal was wert werden, gerade wenn sie dann ein bisschen älter sind. Und ja, das ist halt wie mit Aktien, ne? Kurse fallen, Kurse steigen, da sollte man sich nicht von unterkriegen lassen. Nur, dass ich natürlich auch ein bisschen darauf achte, dass meine Sachen so, ich will die natürlich dann auch sealed haben, in guter Kondition. Ja. Und ja, meine Lieben, das ist einfach etwas, das muss man auch akzeptieren, respektieren. Ja, es sollte auch irgendwo ein Hobby bleiben. Also man sollte jetzt nicht nur an die Sache rangehen und sagen, ich mache jetzt fett Geld damit, sondern ich mag es auch einfach. Ich mag, wenn ich hier reinkomme, wenn ich mein Zimmer sehe, wenn ich weiß, ich habe die ganzen Games und so und ich kann das so wirklich ausleben und ich schäme mich da auch nicht für. Es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt mal meine Eltern kommen oder Besuch kommt, ja, dass ich dann irgendwie mich schäme dafür, dass ich dann sage, ja, so nein, im Gegenteil. Ich meine, meistens ist das Feedback der Leute auch sehr gut. Ja, ist aber auch wieder ein anderes Thema. Na ja, gut, jetzt habt ihr viel erfahren, ihr habt jetzt viel gehört, wir haben das Game durchgezockt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video und denkt dran, meine Lieben, Content kommt. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Eigentlich nichts. Danke, dass ihr wie immer bis hierhin geschaut habt. Nochmal Entschuldigung, falls ich mich wiederholt habe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt natürlich. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Schöne Grüße auch von Justin. Bis dahin, meine Lieben.